Herzlich willkommen beim Podcast der Sternwarte Garberg. Ich begrüße Sie zur dritten Episode im Jahr 2023. Dritte Episode? Ja, Sie haben richtig gehört. Aus privaten Gründen musste leider die Märzfolge ausfallen. Wir bitten um Verständnis. Mein Name ist Maximilian Nöhammer und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. In dieser Episode wird es um die Entstehung von Sternen gehen und anschließend gibt es, wie üblich, eine detaillierte Information und Übersicht zum Monat April. Die Entstehung von Sternen. Sterne sind faszinierende Himmelskörper, die Millionen von Jahren alt werden können und das Universum mit ihrer Strahlung und Energie beeinflussen. Doch wie entstehen Sterne eigentlich? Die Entstehung von Sternen beginnt in riesigen Wolken aus Gas und Staub, den sogenannten interstellaren Wolken. In diesen Wolken kann sich das Gas aufgrund von Gravitation sammeln und verdichten, bis es eine kritische Masse erreicht hat. Diese kritische Masse ist notwendig, um den Druck und die Temperatur in der Gaswolke so stark zu erhöhen, dass im Inneren der Wolke Kernfusion stattfinden kann. Kernfusion ist ein Prozess, bei dem leichte Elemente zu schwereren Elementen verschmelzen und dabei Energie freisetzen. Wenn sich in einer Gaswolke genug Wasserstoffgas sammelt, beginnt im Inneren der Wolke die Kernfusion zu laufen und ein neuer Stern entsteht. In den frühen Stadien ihrer Entwicklung werden Sterne von einem Protostern umgeben. Ein Protostern ist ein dichter, heißer und leuchtender Gasball, der noch nicht genug Masse hat, um die Kernfusion aufrechtzuerhalten. Protosterne können mehrere hunderttausend Jahre lang existieren und werden von einer Akkretionsscheibe aus Gas und Staub umgeben. Anmerkung zur Akkretionsscheibe: eine um ein zentrales Objekt rotierende Scheibe, die Materie in Richtung des Zentrums transportiert, die ihnen Materie zuführt und das Wachstum des Sterns fördert. Wenn der Stern genug Masse angesammelt hat, wird er stabil und beginnt, als Hauptreihenstern zu leuchten. Die Dauer, Größe und Farbe eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Kleine Sterne leuchten schwächer und haben aber eine längere Lebensdauer als große Sterne, die hell leuchten, aber auch schnell abbrennen und explodieren können. Insgesamt ist die Entstehung von Sternen ein faszinierender Prozess, der uns viel darüber verrät, wie das Universum funktioniert. Von interstellaren Wolken über Protosterne bis hin zum Hauptreihenstern ist die Entstehung von Sternen ein äußerst komplexer Prozess, der uns zeigt, wie Energie und Materie im Universum entstehen. Ich hoffe, dass euch diese kurze Einführung in die Entstehung von Sternen gefallen hat. Wir kommen nun zum Monatsüberblick. Beginnen wir unsere monatliche Übersicht, wie gewohnt, mit dem Lauf der Sonne. Zu Beginn des Monats April und Ende des Monats März beginnt die Dämmerung am Morgen um 4:45. Die Sonne geht dann um ca. 6 Uhr unter, der Sonnenuntergang erfolgt um ca. kurz vor 7 und die Dämmerung endet dann um kurz nach 8. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich das Ganze dann auf 4:45 für den Dämmerungsbeginn, 5:30 für den Aufgang, 7:15 am Abend für den Untergang und 8:30 am Abend für das Dämmerungsende. Gegen Ende des Monats April und Anfang des Monats Mai beginnt die Dämmerung am Morgen um ca. 3:40. Die Sonne geht um 6 Uhr auf. Der Sonnenuntergang ist dann um ca. 8:20 und die Dämmerung endet um ziemlich genau 9 Uhr. Der Vollmond ist am Donnerstag, dem Gründonnerstag, dem 6.4.
und der Neumond am Donnerstag, dem 20.04. Kommen wir nun zu den Planeten. Der Merkur bietet im April die einzige Abendsichtbarkeitschance des ganzen Jahres. Wer also noch nie Merkur mit eigenen Augen gesehen hat, sollte diese Gelegenheit definitiv nutzen, den schwierigen Planeten am Abendhimmel zu erspähen. Die günstigste Zeit, um Merkur zu beobachten, sind die Tage vom 3. bis 13. April. Denn sein Untergang erfolgt am 1. um circa Viertel über 9 Sommerzeit und bis 13. verspäten sich seine Untergänge auf 10 nach 10 circa Sommerzeit. Am 11. erreicht Merkur dann seine größte östliche Elongation von der Sonne. Und bereits am 21. wird der Merkur dann rückläufig und eilt auf die Sonne zu, die ihm im Tierkreis entgegenkommt. Am 1. Mai wird Merkur mit ihr zusammentreffen. Um Mitternacht steht er dann in unterer Konjunktion mit der Sonne. Letztmals wird man Merkur unter guten Sichtbedingungen am 16. mit bloßen Augen sehen können. An diesem Tag geht Merkur um 22.07 Uhr Sommerzeit unter. Venus ist Glanzpunkt am Abendhimmel. Sie erklimmt die nördlichsten Bezirke des Tierkreises und passiert das goldene Tor der Ekliptik, das von den beiden offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden gebildet wird. Die Untergänge unseres inneren Nachbarplaneten verspäten sich, allerdings auch die Sonnenuntergänge. Dennoch ergibt sich ein Gewinn an Sichtbarkeitsdauer. Der Venusuntergang erfolgt am 1. um ca. 20 nach 11 Sommerzeit, am 15. um kurz nach 11 und am 30. erst um 20 vor Mitternacht. Der Mars wandert durch das Sternbild Zwillinge und kann nach Einbruch der Dunkelheit hoch am Westhimmel gesehen werden. Seine Glanzzeit ist allerdings vorüber, seine Helligkeit geht weiter zurück. Damit ist der Mars mittlerweile lichtschwächer als der Saturn. Die Marsuntergänge verfrühen sich von 20 nach 2 am 1. auf 10 vor 2 am 15. und auf 20 nach 1 am Monatsende. Während Jupiter unbeobachtbar bleibt, taucht Saturn allmählich am Morgenhimmel auf. Ab der Monatsmitte kann man mit Aussicht auf Erfolg nach dem Riesenplaneten fahnden. Am 1. geht der Ringplanet um circa kurz vor 5, also 6 Uhr, kurz vor 6 Sommerzeit ist, am 15. um kurz nach 4 und am Monatsletzten um 10 nach 4 Sommerzeit auf. Der Ring ist zurzeit um ca. 8 Grad geöffnet. Man blickt auf die Nordseite des Ringes. Weiter geht's mit dem Fixsternhimmel. Der Frühling hat Einzug gehalten, wie der abendliche Sternhimmel erkennen lässt. Steil über unseren Köpfen, fast exakt im Zenit, steht der große Wagen. Hoch im Süden passiert gerade der Löwe den Meridian. Ein mächtiges Sternentrapez soll dabei den Rumpf dieses königlichen Tieres andeuten. Darauf sitzt nordwestlich ein kleineres Trapez, das den Kopf markieren soll. Die Grundlinie des Löwentrapezes wird von den beiden Sternen Regulus und die Nebula gebildet. Regulus ist der hellste Stern im Löwen. Der Name bedeutet so viel wie kleiner König und kommt aus dem Lateinischen. Er wurde von Nikolaus Kopernikus vorgeschlagen. Regulus steht nahe der scheinbaren Sonnenbahn und markiert somit recht gut die Lage der Ekliptik am Himmelszelt. Da Regulus nahe der Ekliptik zu finden ist, wird er gelegentlich vom Mond und in seltenen Fällen sogar von Planeten bedeckt. Um den 23. August zum Beispiel zieht die Sonne an Regulus vorbei. Der Löwe steht dann am Taghimmel und bleibt nachts unbeobachtbar.
blickt man zum großen Wagen und folgt mit den Augen dem Bogenschwung der Deichsel, so trifft man auf den hellen orange-rot leuchtenden Arktur. Mit Sirius, Canopus, Toliban und Vega gehört Arktur zu den 5 hellsten Fixsternen am irdischen Firmament. Mit 37 Lichtjahren Distanz ist Arktur fast genauso weit wie die Nebula im Löwen entfernt. Da uns trotz gleicher Entfernung viel heller erscheint als die Nebula, so muss man auch seine wahre Leuchtkraft viel größer einschätzen. Arktur ist ein sogenannter roter Riesenstern, der sehr viel leuchtkräftiger als unsere Sonne ist. Arktur heißt so viel wie Bärenhüter oder Bärenwächter. Er treibt gewissermaßen den großen Bären um den Pol herum und bewacht auch den Kleinbären. Arktur ist der hellste Stern im Sternbild Bootes. Diese Bezeichnung stammt aus dem Griechischen und bedeutet Rinderhirt. Nach Vorstellung der alten Römer waren die 7 Sterne des großen Wagens 7 Dreschochsen, die im täglichen Trab um den Polarstern als Göppel laufen. Und der Bootes treibt sich ständig an. Die drachenähnliche Figur des Bootes prägt sich leicht ein. Den Raum im Südosten nimmt die Jungfrau ein. Sie gehört, wie der Löwe, zum Tierkreis, also zu den 13 Sternbildern, durch die Sonne, Mond und die Planeten ihre Bahnen ziehen. Der Hauptstern der Jungfrau heißt Speaker, die Kornähre. Speaker soll Fruchtbarkeit symbolisieren. Im Gegensatz zu Arktur strahlt Speaker ein bläulich-weißes Licht aus, denn sie ist an ihrer Oberfläche viel heißer als Arktur. Speaker ist ein enger Doppelstern, der auch in großen Teleskopen nicht aufzulösen ist. Die Wintersternbilder haben das Feld geräumt, Orion ist im Untergang begriffen und kann nicht mehr erkannt werden. Sirius ist unter der Horizontlinie. Lediglich Procyon im kleinen Hund blinkt noch im Südwesten. Weit im Westen sind die beiden Sternenketten der Zwillinge zu sehen, die in der ersten Aprilhälfte von Mars besucht werden. Im Nordwesten leuchtet deutlich sichtbar die Kapella im Fuhrmann. Tief im Nordosten macht sich die Vega im Sternbild Leier bemerkbar. Sie kündigt den Sommer an. Zwischen der Vega und dem Arktur liegen die lichtschwachen Bilder Herkules und nördliche Krone. Während Herkules recht schwierig auszumachen ist, fällt die nördliche Krone trotz nicht besonders heller Sterne leicht auf, denn sie bilden einen markanten Halbkreis. Ein Stern ragt wegen seiner deutlich großen Helligkeit im Halbkreis heraus. Es ist der Hauptstern der nördlichen Krone. Alpha Coronae Borealis. Sein Eigenname Gemma bedeutet Edelstein. Tief am Südhimmel schlängelt sich die Wasserschlange am Horizont entlang. Neben ihr und südlich der Jungfrau steht das lichtschwache Sternbild Becher. Wasserschlange und Becher sind nicht leicht zu erkennen, da sie sich aus relativ lichtschwachen Sternen zusammensetzen und bei uns tief am Südhimmel stehen. Wesentlich einfacher zu entdecken und gut einprägsam ist das Sternentrapez des Raben. Es steht südwestlich von Speaker. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Abonniert uns gern und empfehlen Sie uns weiter. Fragen, Anregungen etc. könnt ihr uns an podcast@astronomie.at oder online auf unserer Homepage senden. Wir wünschen weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.